Hallo Leute, der Sorio ist da und es geht weiter in der nächsten Folge Subnautica. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Dann freue ich mich über ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar da lassen. Gerade wenn ich mal nicht niese. Entschuldigung dafür. Gerade in der aktuellen Folge, ich habe so das Gefühl, ich bin gerade so auf der Suche, aber komme nicht so richtig voran. Also irgendwie fehlt mir noch der Punkt, wo ich denke, hier geht's jetzt weiter. Habe ja eine zweite Basis gebaut an der Stelle, wo die hoffentlich einigermaßen sinnvoll ist. Und ja, was wir jetzt machen ist, wir schauen jetzt einfach mal uns die beiden anderen Wracks nochmal an. Rettungskapseln an, nämlich 13 und 17. Die sind hier beide in die gleiche Richtung. Lass mal kurz gucken. Das ist nicht Richtung Aurora, das ist eine ganz andere Richtung. Und das eine in der Nähe eines Höhlensystems, das wird angegriffen. Was auch immer da angegriffen wird, keine Ahnung. Da war ich ja schon mal, aber habe mich halt wirklich nicht in der Umgebung umgeschaut. Und das will ich jetzt noch machen. Und das machen wir jetzt für die beiden. Ist relativ, also zumindest gleiche Richtung erstmal, das ist super. Er muss also nicht zwei komplette gegensätzliche Seiten abkapseln oder Seiten absuchen. Genau. Wenn es dir gefällt, gerne ein Like da lassen. Das ist denn da. Und das hier ist die eine Rettungskapsel. Hier, ja, das war das. Mit dem Vieh wahrscheinlich wurde sie angegriffen. Hier geht es aber auch irgendwo runter. Habe ich noch so eine Signalbojen? Ja, ich habe Signalbojen. Hier geht es offensichtlich auch irgendwie runter. Wie tief, weiß ich nicht so genau. Erstmal das Zeug hier noch einsammeln. Ja. Oder noch was Zweites hier drüben. Ja. Und dann gehen wir da mal runter. Und gucken uns da mal um. Ja. Nice. Macht ja aus meiner Sicht schon Sinn, dass das Spiel darüber auch so ein bisschen steuert, wo man hinkommt. Warte mal, das war jetzt aber noch nicht alles, oder? Nee, hier ging es doch tiefer runter, genau. Okay. 165 Meter, wo komme ich hier hin? Erstmal markieren wir uns den Höhleneingang. Das mache ich auch nochmal. Doink. So, du Vieh. Warte mal, so, wir sind hier bei... Oh. Lass mich mal bitte in Ruhe lassen. Wir sind hier bei... Hey! Verschwinde. Ja, hier oben drauf das machen. Wo ist denn die Rettungskapsel? Da, Rettungskapsel 17. Na, super. Jetzt wird es hier dunkel. So. Ümp. Die Signalboje rausschmeißen und dann kann man die hier umbenennen. Höhle Kapsel 17. Okay. So. Und dann gehen wir noch rein und markieren die. Warte. Signalboje, Höhle Kapsel 17. So. Das sind so die Sachen. Jetzt ist man direkt daneben, da wird sie nicht angezeigt. Und was ist das denn? Achso, das sind diese Schwebeteile. Na, mal gucken wir mal. Das dürfte eigentlich so einigermaßen hinhauen. Was hier unten so ist. Diese Würmer da sind bestimmt... Die sind bestimmt nicht freundlich. Zumindest komme ich hier so ganz gut rein erstmal. Aber wirklich tief komme ich da nicht. Das kann ich schon mal sagen. Also... Bin jetzt bei 190, da unten gibt es Sachen. Offener
Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Darunter komme ich nicht mit diesen Würmern. In this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Ja, also da unten ist was. Komme ich da runter, ohne dass ich angegriffen werde? Und ansonsten scheint diese Höhle tatsächlich relativ groß zu sein. Und deutlich tiefer zu sein, als momentan für mich gut ist. Da geht es auch noch weiter runter. Also. So mache ich mein Schiff kaputt. Vergraben. Höhle. Vermutete die Gazi-Basis. Ja. Jetzt müsste ich aber die andere, genau, die kann ich hier sehen. Das heißt, hier ist wieder mein Ausgang. Oh Mann, oh. Okay. Tja, die Frage ist, versuche ich das Ding jetzt weiter zu erkunden? Mit diesen Würmern da, die sind bestimmt nicht nett. Da ist Maximum depth reached. Hull damage imminent. Da ist irgendwas. Komme ich da hin? Angst, Leute. Bin mir nicht sicher, ob das eine sinnvolle Idee ist, sich hier aufzuhalten. Aber irgendjemand hat da unten quasi schon mal eine Basis gebaut. Ist krass, in dieser Tiefe eine Basis zu haben. Da, der Wurm da. Mit den Teilen da vorne dran. Ey, ganz ehrlich. Der wird doch nichts lieber machen als da Höhle. Das könnte sogar dieselbe Höhle sein. Das könnte dieselbe Höhle sein. Nur ein anderer Eingang. Okay. Ja, aber ich glaube tatsächlich, guck mal, ich bin jetzt bei 52% Höhlen. Bei 52% Höhlen. Dings meiner 44%, dieser Schwarm da. Okay. So, das heißt, die haben wir. Und dann haben wir noch die. Ach, ist mal wieder schön dunkel draußen. Und die ist noch in diese Richtung. Das heißt, das, was hier so manchmal runtertropft, heißt, ich muss dringend mal meine Seemotte reparieren. Ja. So. Reparieren. Dann machen wir gleich mal. In Seemotte einstellen. So. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Rettungskapsel 13 an. Wir können erstmal 17 wieder ausmachen. Da waren wir gerade und haben diese Höhle gefunden. Die ist offensichtlich dieselbe Höhle wie auch... Also ich vermute zumindest, nicht offensichtlich, aber ich vermute zumindest dieselbe Höhle wie auch das andere. Ja. Entweder war nichts drin oder ich habe es schon gescannt. Und das wird auch offensichtlich gerade mal wieder dunkler und Nacht. Hä? Ja, ich erinnere mich an diese lustigen Strukturen. Richtig, hier. So eine lustigen, baumartigen Strukturen. Ich erinnere mich. Und hier ist nämlich auch eine Sache gesunken da. Richtig, dieses... Ja, daran erinnere ich mich. Dass es irgendwie sowas Baumartiges gibt unter Wasser. Und hier bei der waren wir. Und da können wir uns jetzt hier auch nochmal umgucken. Wie tief sind wir? 167. Das passt also.
Da können wir uns hier tatsächlich mal umgucken. Fischei, oder? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Zumindest scheinen die Teile nicht aggressiv zu sein. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ein Untersee-Pilzwald oder was ist das für ein Gebiet hier? Ja, aber gescannt kriege ich die nicht. Dauert viel zu lange. Da sind die schon lange weg. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe kein Wasser mehr, aber ich habe ein bisschen Nahrung, aber... warte mal. What is this? Tauchdockfragment. Die sind... Da haben wir doch was gefunden. Na, mal kurz gucken. Aufzeichnung. Seine Basisinstallation. Tauchdock. Es Trockendock, das ist ja cool. Das ist ein Trockendock. Kann ich das bauen schon? Tauchdock, 1 von 2. Da bin ich jetzt ja hier wirklich zufälligst drüber gestolpert. Warte, guck mal. Oh, Rums. Der Schaden genommen. Wir müssen mal hier sehr sauber den Boden absuchen. Weil hier noch mehr von diesem Tauchdock finden oder noch mehr andere Sachen finden. Ich habe keine Ahnung, wie viel es noch zu scannen und entdecken gibt, aber ich vermute jede Menge. Was das hier ist? Die Modifizierungsstation habe ich ja schon. So. Warte, ist hier wieder was? Hier ist noch was. Nein, das ist auch das Modifizierungsstation, okay. Aufpassen, ich habe nämlich kein Wasser mehr. Das heißt, ich muss darf in nicht allzu langer Zukunft Zeit, muss ich mich auf den Rückweg machen. Aber hier gibt es vielleicht noch mehr zu entdecken. Baumleich, okay, was ist denn Baumleich? Kann ich davon was abmachen? Nö. Ich vermute, warte, hier gibt es noch was zu scannen. Ganz klar. Tauchdock! Das ist so ein Vieh. Verschwinde. Da, das Tauchdock ist vollständig. Sehr cool. Okay. Upp. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Guck mal, da geht's da sogar rein. Das könnte natürlich sein, dass es hier noch viel mehr gibt zu entdecken. In diesem Baum hier, da geht's, scheint es reinzugehen. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich tatsächlich gerade relativ wenig Nahrung und vor allem noch weniger Wasser habe. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Viertelstunde.
Wir haben erst eine Viertelstunde, das heißt, wir machen uns zusammen auf den Rückweg und gucken mal, ob wir das Tauchdock bauen können. Steigen wir mal hoch. Also hier können wir nochmal gucken. Bin mir nicht sicher, ob es auf dem Weg hier noch irgendwas gab. Ist das hier? Okay. Tauchdock. Okay, das haben wir jetzt aber schon. Das heißt, dann gibt es immer zweimal Titan. Ja, passt. Ob es hier auf dem Rückweg noch irgendwo... den irgendwo ein Wrack gab, wo ich noch was erkunden kann. Können wir mal kurz gucken. Weiß es aber nicht. Wobei, wir sind ja dann von dem anderen Ding höher. Plump. Kann man mit dem Zug quasi springen einmal. Waren ja schon bei der anderen Rettungskapsel. Höhlekapsel, genau. Hier, da irgendwo war Kapsel 17. Boink. Entschuldigung. Und ja. Tauchdock. Also ich kann die nächste Sache machen. Dann muss meine Seemotte nicht mehr draußen parken. Das ist ja auch nett. Nicht so nett, wenn die immer draußen parken muss. Hat man am Anfang sich vor diesen Wäldern, also was hat zumindest, was nicht man, aber ich zumindest vor diesen Wäldern sozusagen Respekt gehabt und gesagt, naja, da gehe ich mal lieber erstmal so nicht rein. Ganz vorsichtig. Und jetzt, der Seebote büße ich da einfach durch. So, da oben ist es schon die Basis. Und dann packen wir mal die Seemotte hier. Und dann gehen wir mal rein. Wir können erstmal was essen. Verrottend, achso, ja. Oh, ich muss aber schnell was trinken. Vital signs stabilizing. Uiuiui. Das war, weil die schon verrottet waren. Okay, deswegen. Also man kann ihn nicht mitnehmen und sondern okay, warte, nur eine kann ich noch, oder? Ja. So, gut. So viel dazu. Jetzt gucken wir uns an, was brauchen wir für das Tauchdock. Titanbahn mal zwei Schmierstoff. Blei. Blei ist banal. Habe ich noch Schmierstoff? Habe ich nisch. Müssen wir erstmal gucken, was brauchen wir für Schmierstoff? Brauchen wir Flinkpflanzen, Samenbüschel. Und Titanbarren brauchen wir einfach ganz viel Titan. So. Habe ich noch Flinkpflanzen, Samenbüschel? Hier nicht. Uiuiui, jetzt brauche ich aber wirklich viel Titan. Da müssen wir dann tatsächlich mal so ein paar Reste suchen und mal gucken. Titanbarren. Und noch ein Titanbarren. Dann holen wir mal kurz so ein... Also halt, warte mal. Einmal kurz Medkit nehmen. Schupp. Ja. Da ist sehr praktisch, dass es die gibt und die quasi kostenlos sind. So. Nein. Na? Nehmen wir gleich alle mit hier. So. Jump.
Jetzt können wir machen nochmal zweimal Schmierstoff, glaube ich. Ist die Frage, mache ich noch hier mal so ein Silikongummi? Oder... Nö, mache ich nicht. Ich lasse das erstmal. Und pack die beiden mal hier rein. Die werden ja hoffentlich nicht verrotten. So. Einmal Schmierstoff kann ich wegpacken. Achso, und Gold kann ich auch noch wegpacken. Schupp, das brauchen wir auch nicht. Und das... Wartet mal, jetzt brauchen wir für das Ding... Braucht man da jetzt noch? Wo ist das denn jetzt? Das will ich nicht. Hier. Auch ein Blei. Ein Blei habe ich. Ein Blei blau. Ein Blei brauche ich noch. So, wo können wir das Ding jetzt hinbauen? Wie groß ist denn das? Lass mal gucken. Laserschneider, das da. Oh, das ist ja schon groß, ja. Sinnvollerweise irgendwo an meine Basis ran. So, dass man... Ich glaube, das kommt nämlich von unten rein. Okay, wartet mal kurz. Hier was anflanschen. Funktioniert das? Ja, cool. Ich dachte, ich kann hier was anflanschen. Muss ich so ein T-Segment machen? Muss ich dafür erst das Bestehende dekonstruieren? Ich habe ein bisschen Bammel, dass jetzt mein Scannerraum da wegfällt. Nee, der bleibt. Okay. Ein T-Segment. Und jetzt hier das Tauchdock dran. Basteln. Kann ich das drehen? Warte mal kurz. Tauchdock. Ich kann das nicht drehen. Okay, sieht noch ganz gut aus. Hast du jetzt hier... Na, manchmal sagt er mir grün, aber... Aber ich will es ja hier ran haben. Und ich habe das Gefühl, das wäre jetzt nicht dran. So ist es nämlich nicht dran. Ich kann das aber auch nicht drehen. Also ich krieg das nicht so rum, dass es nach hier zeigt. Ist ja komisch. Ach, Konstruktion. Geht das jetzt? Warte mal, das ist vielleicht zu nah dran. Nehmen wir nochmal einen raus. Dann machen wir hier so eine Kurve ran. So. Tauchdock. Aber das ist nicht dran, oder? Doch, jetzt ist es dran. Super. Okay. Und passt auch daneben. Sinnvoll wäre jetzt nur hier nochmal irgendwie so eine Art Luke. Dass ich vielleicht hier auch nochmal reinkomme. Wobei, warte mal. Wenn ich richtig denke, dann komme ich doch von hier unten rein. Ja. Okay, und hier müsste jetzt meine Seemotte reinkommen. Dadim, dadim, dadim. Haha. Das wäre doch was. After weeks without human contact, it is normal to experience
psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Vielen Dank. Das war sehr aufmunternd. Ich habe mich gerade hier dieses Ding gebaut und freue mich gerade, einen Wolf. Ist jetzt hier. So, wie funktioniert das jetzt? Okay. Aha. Haha, ich wurde rausgehoben. Sehr cool. Meine Seemotte. So, sehr cool. So, das heißt, meine Seemotte muss jetzt nicht mehr draußen im Meer vor sich hin rosten, sondern ich kann jetzt damit einsteigen. Warte mal. Die Energie geht nämlich gerade runter. Ganz blöde Frage, wird die gerade geladen? Reparieren. Batterieladen 55%. Das heißt, die wird auch geladen. Allerdings ist in Kürze tatsächlich die Batterie, die Energie meiner Basis alle. Da es vermutlich noch Nacht ist, kann ich da jetzt auch erstmal nichts gegen machen. Kann ich noch eine weitere Solarmodul, ja. Warning, emergency power only. Bioreaktor kompostiert organisches Material zur Energieerzeugung. Also jetzt habe ich ein Bild und ja, okay, bla bla bla. Titan habe ich, Kabelsatz und Schmierstoff. Schmierstoff habe ich. Habe ich einen Kabelsatz? Nee. Was brauche ich denn für einen Kabelsatz? Silbererz. Zweimal Silbererz. Zweimal Silbererz ist einfach. Und Schmierstoff habe ich. Ich kann jetzt zwar nichts herstellen, aber sobald es Tag wird, habe ich vermutlich wieder Energie. Ich weiß noch nicht, wann es genau Tag wird. Wir können aber mal kurz hier rüber düsen und das da herstellen. Dann können wir da zumindest irgendwas reinschmeißen. Weil hier haben wir ja noch einen. So. Kabelsatz. Und Basis, ja, wiederherstellen. Genau. Weil, sobald die Sonne aufgeht, muss ich jetzt hin, da muss ich hin. Sobald die Sonne aufgeht, liefern ja die Solarzellen wieder Energie. Beziehungsweise, ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel dieses Geothermie-Ding hier nutzen kann. Also da ist ja warmes Wasser. Ich habe ja auch ein Wärmekraftwerk. Titan, Magnetit und Aerogel. Das habe ich allerdings noch nicht. Welcome aboard, Captain. So, wir gucken mal kurz, ob wir den jetzt hier bauen können. Der Dümp. Der Dümp 4. Der ist ja ganz schön groß. Gut, stellen wir den hier auf. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Das heißt, hier kann ich jetzt Sachen reinschmeißen. Zum Beispiel, warte mal, kann ich da Ei, zum Beispiel sowas, Kreaturen-Ei reinschmeißen? Dann ist der aktiv. Uäh.
nicht so nah. Ich hoffe, der hat kein Leck. Das wäre dann nicht so gut. Warte mal, ist der, geht der auch raus? Das sieht ja fast so aus, als ob der oben rausgeht. Nö, macht aber nicht. Okay. Ja. Oh, aber guck mal, jetzt habe ich 575 Energie. Vorher hatte ich nur 75. Das heißt, tagsüber sollte meine Sonne jetzt, sollte die Sonne eigentlich deutlich mehr aufladen, als ich vorher. Und dann reicht die Energie hoffentlich auch über Nacht. Das ist sehr gut zu wissen. Und das Ding hier wird aufgeladen, oder? Ja, Batterieladen, 94%. Dann könnte ich hier sogar die ja tauschen wieder, weil ich habe ja dann die Energiezelle, die leer war. Und wenn ich die dann in die Seemotte mache, während die Seemotte im Trockendock ist, ihr versteht meinen Gedankensprung, Gedankengang hoffentlich, dann müsste das ja dazu führen, dass die geladen wird. Und ich überlege, ob ich mir noch ein zweites Solarmodul oben aufs bastel. Zweimal Quarz, zweimal Titan, einmal Kupfer. Hab ich hier noch? Nee. Titan ist gerade eng, tatsächlich. Aber guck mal. Aber jetzt tagsüber habe ich ja jetzt deutlich mehr. Das da. Das müsste ja richtig gut Energie liefern. Warte, tagsüber. Na, weg da. Genau. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier die Energiezelle nehmen, die leer ist. Hoffe, dass der auch diese. Jetzt hat er sogar. Achso, 650. Ja, weil ich habe ja noch eine Energiezelle drauf gebastelt. Genau. Dass er die maximale Energie auch hält. Selbst dann, wenn der. Wenn der Bioreaktor leer ist. So, jetzt würde ich gerne die Energiezelle tauschen durch diese. Schub. Und dann müsst ihr die ja jetzt laden. Haha. Batterie laden. Dann kann ich die andere wegbringen. Oder behalte ich die jetzt im Inventar? Also als Sicherheit, als Backup? Ne, ich glaube nicht. Habe ich gerade noch Wasser? Hier zumindest nicht. Also, das scheint eine sinnvolle Sache zu sein. Und sehr gut zu funktionieren. Ich hoffe, dass das vernünftig war. Und dass das so funktioniert wie geplant. Das wäre ja aber super. Ja, da wir mittlerweile bei über 30 Minuten sind, danke ich euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.